Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd im Soft Soul Link mit Zorduel. Hallo. Wir sind kein Meter weiter als letzte Folge. Ich bin noch in der Stadt, aber ich doffe gerade Heilis und so ein. Ohne Witz, fass mal die Errungenschaften der letzten Folge zusammen. Ich habe Platscho bekommen. Punkt. Ich habe Energiefokus hier bekommen. Und wir hatten ein paar Encounter, aber ich glaube, das war's. Ja, na, wir hätten Encounter haben können, die wir dann aber umgebracht haben, weil es nicht gepasst hat. Stimmt, einmal du meinen, dann habe ich deinen umgebracht. Genau. Revenge has to be done. Ich meine, wir haben so viele, man kann da auch schon mal wählerisch sein, ne? Warte. Route 118, ich glaube, Route 118 haben wir doch noch nichts. Wir haben doch keine Karte auf Route 118, Bruder! Oh mein Gott! Ja. Und es ist wieder Ballreiser! Lol, das wär's jetzt. Ist ja geil, wenn wir es jetzt beide hätten und wenn es wirklich ein Virus wäre, dass jetzt überall Ballreisers auftauchen. Das wäre halt maximal scheiße. Ei. Makuita. Oh, guck mal, ein Keklan und ein Barschwa, Stufe 14. Oh, die zwei hab ich schon gemacht. Ja, ich nicht. So, ich muss auf jeden Fall dran denken, hier Dings zu kaufen. Oh, es gibt Nestball. Na gut, nein. Der ist zu teuer für das, was er macht. Also ich habe so viele gekauft, dass ich auf 20 gekommen bin. Alter, du hast halt 70.000 Money, Alter. Ja, ich kaufe mir halt nie was. Brauche ich auch nicht. Wie viel Schutz habe ich denn dabei? Ich könnte mal ein bisschen Schutz gebrauchen. Ich habe da irgendwie wieder was richtig Geiles als Pokémon. Was so richtig Geiles. Sag sowas nicht, dann kommt meistens was Ungeiles. Ich hätte am allerliebsten irgendwie sowas wie ein Groudon. Ich brauche ein legendäres. Und dann kommt Raupi und dann ist es ein legendär normales. Alter, wenn Raupi kommt, bringe ich es instant um. Dann ist der Encounter verloren. Dann fucking solo ich den Scheiß mit Pitster. Ja, das habe ich doch schon von Anfang an vorgeschlagen. Oh lol, jetzt steht der Typ hier in der Mitte. Ja, der will, dass wir nach Ding gehen, nach... Da haben wir auch Encounter! Oh mein Gott! Wo, war? Encounter City, Bruder! Der Kelleröffner, was? Was? Ja! Was? Warum gibt mir ein alter Opa mitten auf der Straße einen Öffner für seinen Keller? Erst die Flöten, die hier überall rumliegen und jetzt... Ja, das ist definitiv der Anreiz. Lass doch jemanden weinen. Ja. Nee, da müssen wir aber zuerst dahin. Wir müssen zuerst dahin. Wohin? Folge mir! Warte! Hör auf, ich will dich nicht im Pokémon nachhaben, du Scheißfotze! Tschüss! Hier lang! Folge mir! Hallo! Tret dir in den Arsch! Ich tret dir in den Arsch! Jetzt sind die Eier! Jetzt in den Arsch! Ja. Jetzt in die Eier! Jetzt lang, in den Arsch! Hier lang, Eier! Hier lang! Ich sag mal, gab's hier nicht noch irgend so ein komisches Haus? Ja, das sind wir gerade auf dem Weg hin. Nee, nicht das Haus. Nicht das Haus. Das Haus, das ist das Rätsel. Lol. Den Encounter hätte ich gerne gehabt. Team Aqua war hier, hat jemand auf das Schild gekritzelt, ein anderer hat's überschrieben. Team Magma ist das beste Team, steht da nun. Yep, Team Aqua und Team Magma. Ach herrje. Genau, da müssen wir hin. Formeo mit dem Hintern vorne. Lol. Jetzt eher gesagt, das sind Bubis, aber okay. Ach, fuck off! Lol! Alter! Ich habe auch schon so viele Legis gesehen, ne, aber... Dein Mauszeiger ist im Bild. Oh, tschüss. Ups! Nothing happened. Ich warte hier. Komm schon. Kellöffner, rein da. Alter, wo sind wir?
Hab ihn. Und wessen Encounter ist das? Deiner. Ragosso. Alter, nehme ich. Okay, er hat also eins. Ich brauche jetzt ein neutrales oder ein weibliches. Ragosso wird zum Beispiel gehen. Minun, lol. Lol. Do you play even the game? Oh fuck, ey. Ich muss es aber nehmen. Ich habe keine Elektro-Pokémon. Nein, warum hast du nicht Dragosso genommen? Weil es Boden ist. Na scheiß drauf, jetzt hier ist doch jetzt. Ich hätte Diane austauschen können. Weißt du warum? Ich mag Diane. Hä? Dumm. Ich mag Diktri. Diktri ist ein scheiß Pokémon, Alter. Hey. Das ist ein fucking Triple-Penis, Junge. Warum? Ist doch alles gut. Und dann nicht mal ein großer. Womit ist es denn verbunden? Diktri ist mit, mein Sonflora verbunden und ich hasse mein Sonflora. Aha. Daher weht der Wind also. Ich werde auch das Meganium austauschen. Oder eins meiner fucking zwei Wasser-Pokémon. Aber ich will Schnappi eigentlich behalten. Tja, da hast du jetzt die Qual der Wahl. Okay, ich hab's. Und dieses Pokémon muss natürlich gebührend benannt werden. Ich nenne es Brick. Alles klar. Ich nenne es Minimi. Zum Glück okay. Habe ich Stolos gekriegt. Hi. Nochmal Dragosso. Ja, das hättest du nehmen sollen. Nö. Ich nehme hier gar nichts. Mit was ist ein Schlitzi verbunden? Habe ich nicht sogar schon Dragosso? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nee. Ach nee, stimmt. Ich glaube, Diane konnte am Anfang die Dragosso attacken. Ja, das kann sein. Alter! Alter, wäre das der Fall gewesen, ne? Wäre das der Fall gewesen? Ich glaube, das Let's Play wäre abgebrochen. Ja, ich hätte nie wieder mit dir aufgenommen. Ich hätte, und vor allen Dingen, wenn ich es dann wieder abgelehnt hätte. Das wäre es gewesen, Alter. Ich hätte dich umgebracht. Ich lerne noch nicht Finale, Alter. Doch so, ich habe noch ein KP. Let's fucking go. Finale! Alter, das gibt's überhaupt nicht! Alter. Ist halt ernsthaft so, Bruder. Erst bei dir, dann bei mir, jetzt nochmal bei dir. Was es ist halt Mann, ey. Alter, was hab ich denn hier gerade für eine Plage von Pokémon? Vor allem, ich habe, seitdem ich den Stolos gefangen habe, kein Stolos mehr encountert. Naja, das ist tatsächlich Klicker. Oha. Ganz ruhig, wir sind doch alle Freunde. Alter, was ist denn das hier gerade, Mann? Ich hab jetzt denselben Fluch wie du, alle zwei Schritte einen Encounter. Ach Mann, ich will immer noch... Sag mal, bin ich bescheuert? Warum? Holy fuck! Oida! Das ist doch auch Drache, Mann! Das war nicht mal ein Crit! Alter! Oh Gott, okay. Junge, das ist ja fast wie ein Geheimnis, Alter.
Bruder, Alter, was machst du mit dem scheiß Pokémons? Misshandeln. Static Encounter! Ich habe einen Static Encounter gefunden! Oh mein Gott! Es ist ein Magneton bei mir. Ich glaube, ist das nicht immer Magneton? Sind die. Ich dachte, die sind nicht randomized, oder? War das nicht ein Voltorb? Ich weiß es noch nicht. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn jetzt hier fucking Dings? Alter, 8 HP! Stell dir vor, das Ding hat die gekrittet. Ja. Dann wäre es weg gewesen. Wäre es doch mal mit damit verbunden? Tengoku. Das war oben vor der Lava-Dings. Also in der Höhle, weißt schon. Kügelchen. Das war Kügelchen. Da. Ich ja, schau mal, was du da hast. Aber wenn du jetzt auch ein Magneton hast, dann sind die nicht randomized, dann töten wir sie. Warum? Oder willst du Magneton? Also eigentlich schon, weil Elektro-Pokémon würde mir ein bisschen helfen. Irgendwann mal vielleicht. Warum hast du keine Schutz-Items? Ich hab eins. Warum nutzt du es nicht? Da drüben ein Eichhörnchen, oh. Lenk jetzt nicht schon wieder ab, so wie vorhin mit deinen Pokémon-Entwicklungen. Kann man nur so neugierig auf Pokémon-Entwicklungen sein, Mann? Ja, na, weil, ich weiß auch nicht. Ich hab das bisher in jeder Pokémon-Generation, ne? Ja. Hab ich immer einen Grundsatz. Der Starter muss mit ins Team. Ja. Und deswegen, ich suche die Starter halt immer danach aus. Je nachdem, wie gut mir halt die letzte Entwicklung gefällt. Und ich will es einfach wissen. Ich will wissen, wohin die sich entwickeln. Aha. Und dennoch macht Game Freak das so ein Geheimnis dieses Mal drum, ne? Naja, also ich sag mal so, das letzte Mal sind die halt vorher geleakt worden, glaube ich. Und da war es richtig. Dieses Mal gab es auch so ein Ulol, bei mir ist Leverak. Warte, das ist aber nicht der Encounter, den ich hatte. Du bist beim Vornamen. Ja. Aber das ist doch nie im Leben im Original Leverak. Ist es auch normales nicht, oder? Das ist doch nie im Leben Leverak, ey. Lass ihn mal fangen. Naja, lass mal. Ich glaube, das hält er aus, zur Schneider. Jetzt Insta-Kill. Ja! LOL. Das heißt, ich töte jetzt auch mal den Static Encounter hier. Da ist aber noch einer, sehe ich jetzt. Also du hast mehrere hier. Ich nehme jetzt wirklich mal Schutz. Ist einer. Ja, aber die, wo die nicht auf Schaltern liegen. Die auch nicht. Das ist Seelentau. Das war doch irgendwas mit diesen Palkia und Dialga, oder? Nee, das ist Latios. Alter! War das gerade ein Encounter? Nein. Das war random, also das war jetzt, weißt schon. Okay. Lol, was war das für ein Sound bei mir? Oh, ich hab da ein Sichlor. Oh, das ist geil. Ja, dann geh zu dem unteren hin. Okay, warte, dann muss ich jetzt mal ganz kurz hier, damit ich jetzt hier durchkomme, irgendwo muss Schutz sein. Also was ich sagen wollte, ne? Also dieses Mal gab's halt bei den Dingern auch ein Leak. Ja, dazu was die letzten Starter sein können. Das Ding ist allerdings, die sahen so scheiße aus, ja, dass alle, die es gesehen haben, gesagt haben, ey, wir hoffen, lol, Eniko. Enikoro. Nee, also alle sahen jetzt nicht scheiße aus. Ich fand jetzt den Affen, also den Blatt, das ist die erste Gen, wo ich sage, ich würde freiwillig den Pflanzenstarter nehmen. Ja, wie gesagt, bei mir kommt es so ein bisschen drauf an, wie die am Ende aussehen, weil... sag mal. Mann, ich probier's nochmal. Aber wenn Game Freak da. Warum tötet er alle? Das ist wahrscheinlich ein Geheimnis. Was? Wenn sie daraus ein Geheimnis machen, ist es ein Geheimnis.
Model 2019. Lol, wo bist du? Ich weiß es doch auch nicht. Nach oben. Warte mal, ich muss auch mal runtergehen jetzt hier. Irgendwo muss der hier... Da lang, genau, wo? da lang. Weiter, bis da. Der ist da, okay. Ein Pixie. Da, fuck. Also nehmen oder nicht nehmen? Ah, ich versuch's, komm. Diesmal aber ernsthaft. Also diesmal greife ich nicht an. Ja. Na, er hat jetzt schon Enikoro gekillt. Blutsauger. Er saugt Blut. Pokémon-Attacken-Spezial-Beschreibungen. Blutsauger saugt Blut. No shit, Sherlock. Yeah. Super Ball. Ich nenne es Pixie. Lol. Nenn es doch Reaper wegen den Sensen. Nein, ich nenne es Pixie. Reaper muss sowas wie Plussel heißen. Es bewegt sich fort, indem es leichten Flügeln schlägt. Das sind echt Flügel? Sein federnder Gang ermöglicht es ihm, über Wasser zu gehen. Beim Mondschein spaziert es auf Seen. Ach, fuck off! Und Tentoxer. Leute, Alter, wie viele Pokémon gibt's denn hier drin? Keine Ahnung, ganz viele verschiedene. Das alles und noch viel mehr würde ich fangen, wenn ich König der Pokémon wäre. Okay, GG. Rip. Das jetzt ruhig mal appreciaten hier, meine Gesangs. Fuck off hier. Das jetzt ruhig mal appreciaten hier, meine Gesangskünste. Du hast ganz toll gesungen. Dank. Hey, Mami hat immer gesagt, ich bin ihr spezieller Stern. Tschüss. Pudersand, nice. Normalerweise ist das ein Fluchtseil, damit du instant rauskommst. Tja, Rip. Lol. Hab ich noch Schutz-Items? Ja, ich hab noch zwei. Na, fuck, ich brauch einen Schalter. Eine Enikoro-Route. Weißt du, es gibt eine Cosplayerin, die heißt Enako. Ich muss sagen, die hat, wenn man Enikoro anguckt, die haben irgendwie gewisse Ähnlichkeit. Hast du ein zweites gefangen? Nein. Scheiße. Sorry. Tut mir leid, Glumanda. Irgendwie, warte mal, ey, ist dir schon aufgefallen? Wir hatten jetzt, also beide zusammen gesehen, die drei Starter der ersten drei Generationen und alle drei konnten wir aus irgendeinem Grund nicht kriegen. Also die Feuerstarter meine ich jetzt. Ich hatte Feuerriegel und Flamdi und du hattest jetzt einen Glumanda. Hättest einen Glumanda kriegen können unter Umständen. Stimmt, ja, hätte ich. Habe ich aber nicht. Hestor. Alter, ernsthaft schon wieder ein fucking Zapdos. Lol. Das wäre ein Counter gewesen. Aber dann hätte ich dich umgebracht. Wann hätte ich dich umgebracht? Willst du das jetzt weiter so machen? So die ganze Zeit? Alter, wenn du... Ja, das ist doch wahr! Alter, das gibt's da nicht! Warum geht das daneben? Okay, ich glaube, nein. Aber ganz ehrlich... Warum?! Du kriegst ein legendäres nach dem anderen. Ich glaub, Alter, das war's. Tschüss, tschüss, Schnitzi. Oh ne, du hast Schnappi getötet. Ja, ich hab Schnappi getötet. Du fucking Monster. Oder warte, Schnappi war mit Schlitzi, ja, scheiße.
Ey, das kann doch aber auch keiner an, dass viermal hintereinander der Hyperstrahl daneben geht. Jetzt habe ich guck, wieder einen Stolos. Siehst du, guck mal, ey, jetzt hast du direkt wieder Platz für Stolos. Das, genau. Aber du hast meinen dann drin. Ja, gut, du hast meinen drin. Was hab ich drin? You take one for the team. Du hast das meinen drin. Das ist Minum. Wieso? Ich finde das doch. Ich will's nochmal wiederholen. Ich fand's nicht schlecht. Ja, aber du hast trotzdem das Minun dabei dann. Ja, ich fand das Minun doch jetzt nicht schlecht. Naja. Das ärgert mir jetzt, dass ich mich nicht ärgere. Na, Leute, kennen ja. Alter, wie viele verschiedene Encounter gibt's denn hier unten? Es ist einfach das Paradies in diesem. Und ich will ja doch eigentlich bloß raus. Alter, warum sind die Alter, ich komm halt echt nicht hier raus, ne? Alter! Okay, jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle legendären gesehen. Ja, das war's. Es gibt hier unten fucking Celebi, ey. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, wir haben alle. Holy Quacke. Wir haben halt legit alle. Willst du mich verarschen? Wir sind gerade mit der Hälfte des Spiels durch. Komm halt legit nicht hier raus. Wir sind gerade mit der Hälfte. Leute, wir sind schon bei 23 Minuten, ne? Nur so. Na, überrascht dich das? Irgendwie nicht. Alter! Alter, wie komme ich jetzt hier raus? Nach unten. Und du musst erst nach hinten den grünen Knopf betätigen. Alter, Zombie-Eck! Wir haben bei weniger Starter gesehen, wie legendäre, nur so nebenbei bemerkt. Das ist Zombie-Eck. Ich komm da hinten nicht rein. Wo hinten? Also ich will zumindest in der Folge hier noch rauskommen. Glaub nicht, weil ich komme hier nicht durch. Alter, ich habe hier auch dauernd Encounter. Oben. Du musst jetzt nach oben und dann da, wo der erste statische Encounter von mir war. Da lag doch ein Schalter auf dem Schalter lag doch ein Ball. Das ist ein grüner Schalter. RIP. Ja, aktiviere lieber einen Schutz. Ich habe keinen mehr. Ach ja, genau da. Okay. Alles klar. Oh, lol. Hä, der Beutel ist voll. Alter Schwede, ey. Aber ich hab schon einen Macho Bunch. Ich will nicht mehr. Da ist die Treppe raus. Nein. Mann. Gott, verfickt. Okay, die Folge heißt jetzt schon, ich bin ein Trainer, holt mich hier raus. Gibt's hier unten, aber hier unten gibt's doch noch dieses eine Haus, oder? Ja, das wo man auch so ein paar Trainer hat. Ha? Nee, ja, schon, aber das ist das Rätselmeisterhaus. Ja, aber da haben wir schon das hier. Beim Trainieren. Achso, na gut, dann muss ich das mal noch machen. Muss mit Volt reden. Dann gibt er dir, glaube ich, noch was. Ich will aber nicht mit dem creepy Pedo-Opa reden. Warum schnappt sich Schnappi eigentlich noch EXP? Schnappi ist tot. Okay, danke. Danke, Walter. Danke, Herr Walter Weiß. Abgesang. Lol. Jetzt will ich doch wissen, was er mir gibt. Aber das ist doch dann, ist das nicht dann, dass beide sterben? Ja, wenn du kannst aber austauschen. Lol, ein Torheido.
Soll ich ein bisschen speeden, weil sonst, glaube ich, werde ich hier nicht vor 40 Minuten rauskommen. Ich glaube schon. Ich zeig währenddessen schon mal mein Minus. Superschutz! Zufall. Super, super Schutz. Tschüss, Schlitzi. Leroy! Worth it. Die 5 Meter war's worth it, Mann. Look at me go! Look at me go! I'm a bouncy baby boy! Hallo, Walter. Was? Ey, Alter, guck mal, was ich alles noch in Ersatz drin hab. Ein Trassler, ein Krabbi, ein fucking Bummels. Teddy Ursa, Lugia, Pixie Minun, ein Bluetooth, Daniel. Das nehmen wir ja mit, das Minimi. Na, das nehmen wir mit. Ja, so, Schnappi. Du wirst in die AGG gelegt. Und bewegen. Lol, der war nochmal mit Carpador. Was war denn das für eine Dings? Ich glaube, Tanja. Tanja? Nein, ich glaube nicht. Nee, schau mal. Welche Route waren das? Pudox, glaube ich. Ich glaube, das war Pudox. 118 oder 108? Können auch Pudox mitnehmen. Ja, das war Pudox. Können auch Pudox mitnehmen, wenn er das lieber will. Ich schaue mir mal den seinen Bericht hier an. Notdünger. Lol. Ein Moveset ist eigentlich schon ganz nice. Sekunde, Bericht. Gut, ich nehme Feuerfänger. Ich nehme Carpator mit. Sandwirbel, Blitzkanone, Funkensprungkopf. Okay, gut, dann nehme ich jetzt Pudox mit. Genau. Und dann speichern wir hier. In der nächsten Folge habe ich einen fucking Gyarados. Allerdings. Und ich habe nichts, was der Erwähnung wert wäre. Warte. Sekunde, nochmal Wasser da. 24 Uhr, er hat mir Durchbruch gegeben. Forsch, okay. War nicht mal so scheiße. Ja, also er hat ein forsches Wesen, steigert die AP des Gegners, ja, das war auch nicht schlecht. Schnapper, Ampelleuchte, Blutsauger, Silberhau. Geht auch klar. Kann man machen. Upset. Blutsauger tausche ich gegen Zerschneider aus, weil da brauche ich einen, der das hat. Oder beziehungsweise ich lasse es erstmal. Ich weiß nicht, wie oft wir Zerschneider jetzt überhaupt noch brauchen. Aber wir wollen beenden. Wir sind schon fast bei 30 Minuten. Das ist mir doch egal. Nein, Quatsch. Alter, Unehre. Unehre. Okay, hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine nette Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Zorduel. Bis dahin, haut rein. Tschüss.